Ja Leute, es ist wieder soweit. Wir haben hier ein neues Set, um genau zu sein, Wild Survivors. Und ich freue mich wirklich auf dieses Set, denn hier sind wirklich drei sehr nice Archetypes drin. Aber ich würde sagen, wir gehen hier Stück für Stück durch, so wie immer. Ich gehe auf die Karten ein, wenn ich sie sehe. Und erstmal, wie gesagt, ein Riesendank an Konami, dass das Ganze früher öffnen darf. Wie wir hier schon sehen, haben wir eben drei Archetypes. Ist ja ziemlich normal, also ist ja immer bei diesen Sets, diese Art von Sets. Und wir haben hier auch wieder Collectors Rares drin. Ich hoffe auf sehr schöne Collectors Rares. Vielleicht ziehen wir ja eine. Und ja, wie gesagt, es gibt drei Archetypes. Aber ich würde sagen, auf die drei Archetypes gehen wir gleich ganz, ganz in Ruhe ein, ne? Denn wir haben hier, oh, wunderschöne 24 Booster. Das heißt, wir haben genug Zeit, hier eben drauf einzugehen. Wir fangen hier an mit der ersten Hälfte. Und ich würde sagen, reingezoomt und los geht's. Ich freue mich wirklich, denn warum freue ich mich überhaupt? Ja, Leute, wir haben hier neue Dino-Karten. Und die haben es wirklich in sich, denn die Dino-Karten sind wirklich strong. Und wir fangen hier gleich an mit der ersten Dinosaurier-Karte. Es gibt nämlich einen komplett neuen Archetype, dem auf Dinosaurier basiert. Aber er funktioniert nicht nur mit sich selbst gut, sondern auch eben mit den Karten, die bereits draußen sind. Also das heißt, sehr gut. Und füllt das Ganze. Und wir sehen hier natürlich diverse Karten. Wie immer, ich kenne nicht alle Karten. Wichtig zu erwähnen. Nicht, dass wieder einer denkt, oh, das wusste ich doch schon lange. Nee, ich kenne nicht alle Karten. Dementsprechend hier wichtig, dass ich das erwähne. Da schmeiße ich die Karte weg. Zunächst einmal Oviraptor. Oviraptor, super gute Karte. Ist hier drin. Nice. Genauso wie Tyranno hier drin ist. Vorbereitet der Rüden passt, weil, ganz wichtig, wir haben einen Dino-Archetype, wir haben ein, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Archetype. Und wir haben ein Ritual-Archetype. Und da passt natürlich perfekt. Und was natürlich ebenfalls perfekt passt hier, ist natürlich fossile Ausgrabung. Denn ja, fossile Grabung ist hier natürlich perfekt zum Suchen. Und auch, auch die Bücher sind hier drin. Wusste ich zum Beispiel nicht, aber passt, wie gesagt, sehr gut eben aufgrund der Tatsache, dass hier eben Ritual ist. Und wir haben hier eben die erste Karte für das neue Ding, für das neue Set und Bezwingerseelen. Okay, Seelen heißen die also. Interessant. Ich gehe darauf ein, wenn ich ein Monster ziehe. Weil es ist eher relevant, die Monster. Die Feinkarte ist okay. Oh, fein. Oh, Leute. Fein Controller und Rare. Ihr wisst, was es heißt. Es ist höchstwahrscheinlich eine Collector's Rare. Und ich sag mal so, das ist nice. Das ist super nice. Fan Controller und Super Rare. Babysaurier auch hier drin. Ja, passt perfekt. Denn die neuen Dinosaurier funktionieren ebenfalls mit Babysaurier. Ebenfalls. Flakon der Finsternis. Okay, interessant. Ultimative Tyranno. Wir kriegen hier alle. Noch ein Buch. Oh, Vorbereitung der. Auch hier drin. Nice. Und Hungriger Burger in Super Rare. Und hier müssen wir mal gleich drauf eingehen. Denn der neue Archetype, der mit Ritual funktioniert, ist eben für hungrige Burger. Klingt absurd, aber ist so. Hungriger Burger, diese Karte, ist ja eine klassische Karte, jeder kennt die gefühlt. So, wo man sagt, wofür braucht man den? Ja, Deckthema. Kommen wir eben gleich drauf zu. Ist auch ein sehr spezieller Archetype, finde ich sehr gut. Und da haben wir schon das Erste. Es geht natürlich ums Kochen, wer hätte es gedacht. Ich meine, hungrige Burger ist ein Burger, der wird gekocht, ne? Also der muss gemacht werden. Und hier haben wir dementsprechend jetzt den ganzen Archetype, der eben ums Kochen geht. Und das Besondere bei den Karten ist erstmal, dass sie natürlich zunächst einmal on Summon einen Effekt haben, was sehr gut ist. Er zum Beispiel kann, wenn die Spezialbeschwörung wird, du kannst die obersten 5 Karten von der Deck ausgraben. Und falls du dies tust, kannst du deiner Hand eine ausgegrabene Nouvelle-Karte hinzufügen. Das heißt, sie kann themeneigene Karten holen, was sehr gut ist. Und zusätzlich haben die alle noch einen Effekt. Und zwar, wenn sie angegriffen werden, dann kannst du eben von der beliebigen Spielfeldseite ein Monster opfern. Und falls du dies tust, beschwöre ein Ritualmonster der Stufe 2 und 3. Also sie leveln sich immer weiter hoch. Sie ist Level 1, der nächste Level 2, 3, der nächste 4, 5, der nächste 6, 7. Ich weiß gar nicht, dass das höchste ist. Ich glaube 6 oder 7. Auf jeden Fall, dann haben wir ein Monster, was sich selber nicht mehr ausdenken kann, aber was einen Quick-Effekt hat. Und vielleicht ziehen wir das noch. Nochmal Oviraptor, sehr cool. Ich hoffe, ich ziehe hier 3. Fang Control auch nochmal, sehr nice. Das ist der erste Dino. Der neue Dino-Archetype basiert nicht nur, funktioniert nicht nur mit den alten Karten, sondern eben hat ein neues Exit, ein Synchro und ein Fusionsmonster. Fusionsmonster ist sehr stark und er ist per se auch nicht schlecht, denn, sie sagt, du kannst hier in der vollen Effekte nur ein pro Spielzug nehmen, du kannst ein Material von dieser Karte abhängen und einer deiner verbannten Dinosaurier spezialbeschwören. Nice. Das heißt, wir rufen ihn, können spezialbeschwören, Level 6, Rang 6 ist machbar. Aber natürlich viel besser ist das Fusionsmonster. Kommen wir noch zu. Dann haben wir ihn hier, sehr gut passt. Und hier haben wir ebenfalls die nächste, die Level 3. Wie gesagt, man kann Level 3 holen und sie holt Level 4 oder 5. Also ihr seht, das harmoniert perfekt. Und wir dürfen eben immer ein gegnerisches Monster opfern. Oh, das Virus. Hier sind Viruskarten drin. Gefällt mir. Sehr gut. Und wie gesagt, Kelch, nochmal Noel. Ich glaube, hier sind alle drin. Ja, das ist hier für Dino. Nee, das ist für die Seelenkarten. Wie heißen die? Bezwinger?
Bezwingerseelen heißen die wirklich. Bezwingerseelen, okay. Ja, die ist natürlich sehr nett. Ist Zauber- und Fallenkarte und Monster Negate. Sehr cool. Ist natürlich super. Counter-Trap, ne? Space Speed 3. Nochmal Elder Saurier und, Novelle 2. Er holt uns 3 oder 4. Sehr gut. Und er war, glaube ich, on Summon. Genau, kann seine Zauber- und Fallenkarte vom Spielfeld wählen und zerstören. Zerstören? Oder? Ja, zerstöre sie. Sehr nett. Oh, damit die das erste Synchro-Monster von den Dinosauriern. Er sagt, kann nicht durch Kampf zerstört werden. Dinosaurier-Monster, die du kontrollierst, die als Spezialbeschworen vom Friedhof beschworen würden, können nicht durch Karteneffekte eines Gegners zerstört werden. Zusätzlich kann ein Gegner sie nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Ja, sie basieren alle darauf, wenn sie vom Friedhof kommen, dann können sie was. Dementsprechend, also was zusätzlich. Forstsaurier, einfach mal ein Tribut, 2-6, sehr stark. Riesenrex, also wir haben ja alle Dinos drin, gefällt mir. Und alle Bücher. Oh, wir haben Collectus Rare! Wir haben hungriger Bürger in Collectus Rare! Okay, das ist schon sehr lustig. Das ist sehr lustig. Einfach, ich guck mal eben für mich. Ja, oh Mann, so eine alte Karte. Ich glaube, also einer meiner ersten Booster, die ich je aufgemacht habe, habe ich auf jeden Fall auch hungriger Bürger gezogen. Top, 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 top. Hungriger Bürger als Collectus Rare. Das, Archosaurus als Rare. Sehr gut, sehr gut. Riesenrex, only be one, auch nett. Ich packe das mal raus, sonst fokussiert das immer. Der andere Virus auch noch. Ich glaube, hier sind alle Virus drin und Bezwingerseelen Raisen. Ja, sie haben folgenden Effekt und zwar, je nachdem, was du vorzeigst von Eigenschaften, haben sie unterschiedliche Effekte. Zum Beispiel, wenn du ein Feuer vorzeigst, kann dieser Spielzug nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Oder, wenn du ein Feuer- oder Finsternis-Monster wählst, zerstöre alle Monster in derselben Spalte. Und das ist nämlich das Besondere, es funktioniert wieder unter anderem mit dem Spalten. Und wichtig, dieses Vorzeigen ist ein Quick-Effekt. Bedeutet also, es geht auch im gegnerischen Spielzug, was sehr nice ist. Und diese aktiviert sich bei normaler Spezialbeschwörung, denn du kannst eine Bezwingerseele Monster aus dem Deck hinzufügen. Sehr wichtige Karte, also sehr gut. So. Ich hoffe auch, dass wir vielleicht das Bossmonster noch ziehen, aber werden wir sehen. Also ich bin ja schon mal sowas von zufrieden. Ultimative Tyranno, Rex, Frostsaurier und Bezwingerseelen Pluton HG. Und hier ist es so, wenn du speziell deines Gegners, falls du kein Monster oder nur Bezwingermonster und Mainmonster und Stelleffekt, du kannst dich gerade speziell schon mal Hand beschwören, Stelleffekt, die erhält, was? 3000 Defense, okay, nice. Und Finsternis und Erde, diese erhält bis zum Ende des Spiels zu 300 ATK. Ja, ist natürlich ein Monster suchen, ganz gegen den Spielzug. Ist vor allen Dingen Stufe 6. So, weiter geht's. Fossile Ausgrabung, haben jetzt auch Virus. Ja, Spezialrezept des Küchenchefs. Wenn der Zaumkarte oder Monster-Effekt aktiviert wird, dann können wir eben eine Novelle Ritualmonster kontrollieren. Annulliere die Aktivierung und dann kannst du jene Karte zerstören. Falls du ein Monster kontrollierst, das durch den Effekt ein Novellmonster spezialbeschworen wurde, falls du hungrige Monster spezialbeschworen beschwörst, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Biete so viele Monster, die dein Gegner kontrolliert, wie möglich als Tribut an. Ihr merkt, der ganze Archetyp basiert darauf, gegnerische Monster zu tributieren. Das ist nicht sehr hungriger Burger in Nicht-Collectors Rare. Das ist echt. Tankies hier drin. Passt, weil die Bezwingerseelen haben alle verschiedene Typen. Typ Krieger, Typ Zombie und einer ist auch ungeheuer Krieger. Dementsprechend passt es natürlich sehr gut. Ich finde es gut hier. Hier ist wirklich alles drin, ne? Ich glaube, hier ist wirklich alles drin. Rezept, das ist die Ritualkarte für die Kleinen, weil ja, die muss man ja irgendwie auch aufs Feld beschwören können. Dementsprechend, ja, hier eben die Zauberkarte dafür. Ich glaube, also ich finde es super. Ey, das Set ist wieder. Dream, wir bekommen hier alles. Dinosaurier, alle Karten. Wir haben Oviraptor, wir haben Ausgrabung, wir haben Tyranno und wir haben Babysaurier und Petit auch noch. Super, super, super gut. Dann für Ritual haben wir die ganzen Bücherkarten. Ist auch sehr gut, ist Only One. Dann nochmal eine Ritualzauberkarte. Ey, das ist wirklich ein Traum. So, so schön. So schön. Oh, auch die Feedspell. Fan-Controller und Bezwingerseelen fortsetzen. Ja, das ist die Karte, die 500 Lebenspunkte kostet und dann kannst du einen Bezwingerseele-Monster in den Friedhof füge es entweder in der Hand hinzu oder beschwörst als Spezialbeschwörung in Verteilungsposition. Ne? Reborn-Karte, sehr nice. Also ich mag Bezwingerseelen, ist ein cooles Thema und die Dino-Karten sind wirklich gut. Ich hoffe noch, ich ziehe die Zauberkarte, auf die ich mich am meisten freue. Oh, auch sehr nett. Doppelpiller hier auch drin und Bezwingerseele 3 Angriff. Ich hoffe, wir ziehen wirklich noch
die Zauberkarte. Oder zumindest, nee, ich will schon die Zauberkarte ziehen. Weil die muss ich einfach sagen. Und wenn ich die nicht ziehe, Leute, dann sage ich euch, was die kann. So, weiter geht's. Virus und wieder Rezept. Und wir haben hier bald ein komplettes Rezeptdeck. Also wir können wirklich hier gleich komplett Burger bauen. Ne? Also ich mache mir gleich einen Burger, würde ich sagen. Only One, die dritte. Tanky auch sehr gut. Nochmal wild. Faschinosaurier auch drin hier natürlich. Und Bezwingerseelen Staubwirbel. Die Karte ist sehr interessant, denn sie sagt folgendes. Sie ist nicht scharf, sagt sie. Nein. Wähle ein Bezwingerseele-Monster, das du kontrollierst. Ändere seine Kampfposition. Dann kannst du offene Monster, die dein Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl der Bezwingerseele-Monster mit unterschiedlichen Namen, die du kontrollierst, in die verdeckte Verteidigungsposition ändern. Heißt also Book quasi indirekt. Ne? Also geben wir einen Book. Natürlich mit der Anzahl. Also je nachdem, wie viel wir haben. So, weiter geht's hier. Oh, ey, es ist so schön, dass wir die gezogen haben. Also, dass die hier drin ist, freut mich wirklich. Die haben den Level 4er. Auch gut. Ich feiere das einfach. Also, man kriegt wirklich Appetit bei den Karten, ne? Wir kriegen wirklich Appetit bei den Karten. Weiter geht's. Nächste Karte. Frostsaurier. Komm, bitte, bitte. Verschiedenosaurier. Oviraptor, Verlockung. Und nochmal. Also, die Namen, ich kann die gar nicht auswählen. Ich glaube, es ist alles Französisch, oder? Ist das Französisch? Weiß ich nicht. Saurier, ultimative Tyranno, Rezept, Menu 1000 und nochmal fortsetzen. Fortsetzen, sehr gut. Aber ich will die Dino-Spell. Ich will die. Oh, Todraco. Wahrer König. Fossile Ausgrabung, Verschinosaurier, Oviraptor, Baby und. Nein, nicht kochen. Ich will eine Zauberkarte, ich will Dinos. Ach man, ich habe mich so gefreut drauf. Komm, bitte. Bitte, bitte, bitte. Verschino. Tyranno, Fangcontroller. Sehr nice. Und nochmal ein Fischrezept. Jetzt haben wir drei, glaube ich. Auch sehr gut. Drei Rezepte. So, weiter geht's. Ey, wir haben eine Collector's Rare gezogen. Ich bin schon happy. Riesen, Frostsaurier, Buch und... Nein. Noch vier. Bitte, 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 bitte. Bitte, enttäusch mich doch jetzt nicht. Enttäusch mich doch jetzt nicht. Ich finde nämlich das Wortspiel auch so schön mit der Karte. Und... Oh nein, Tageskarte. Nee, ich kann wirklich kochen. Ich koche hier gleich volle Breitseite. Ich habe gleich alle... Oh, das ist die Ultra Rare. Ich koche gleich. Ich koche gleich einen hungrigen Burger. Oh komm, Babysaurier, Verlockung, Dino. Nein, Fleischrezept. Oh, ich koche ganz viel. Warum wollen die denn, dass ich koche? Komm, bitte. Ich will die Karte. Nein, ich sehe schon, es ist ein Monster. Ich will. Oh, wir haben ein Dino. Okay, immerhin, wir haben ein Dino. Ja, das neue, der neue Tyranno quasi. Auch 3500 ATK, sehr stark. Ja, Besonderes, dass wir ihn rufen können in generischen Spielzug, indem wir ja, einfach zwei andere Dinosaurier in der Hand oder auf dem Spielfeld zerstören können und dann ihn spezial beschwören können. Heißt also, wir könnten hier Baby wieder triggern, was natürlich sehr, sehr praktisch wäre. Und falls diese Karte spezial beschworen wird, du kannst ein Dinosaurier-Monster von deinem Deck auf den Friedhof legen. Falls diese Karte zerstört wird, du kannst ein normales Monster von Friedhof ins Deck mischen, dann kannst du diese Karte als spezial beschwören. Denn die neuen Fusionen, ich habe jetzt leider zwei Sachen nicht gezogen. Ich habe zum einen nicht das Fusionsmonster gezogen, was sehr schade ist, denn das Fusionsmonster ist quasi das beste Dino-Monster, mit abgesehen von der Zauberkarte, die ich nicht gezogen habe. Und zwar, ich wollte es noch erklären, es gibt einmal halt eben das Fusionsmonster. Das Fusionsmonster sagt, wenn sie beschworen wird, dürfen wir ein Dinosauriermonster von Friedhof beschwören. Heißt also, wir haben hier quasi eine Möglichkeit eben, einfach ein weiteres Monster spezial zu beschwören. Und jetzt kommt's. Die Karte, die ich meine, ist Ground, nicht Zero, sondern Sino oder so ähnlich. Und das ist, wie Ground Zero halt, sieht sehr schön aus. Das ist ein Dino in Krater quasi. Und dieser folgendes, und zwar, wir können uns eben eine passende Karte adden. Um genau zu sein, können wir uns einen Dinosaurier-Empfänger oder ein Dinosaurier-Normalmonster adden. Und ja, Dinosaurier-Empfänger, da kenne ich so einige. Vielleicht hat das was mit Schrott zu tun. Ja, Schrottraptor. Super gute Karte. Und noch was, und zwar, du kannst diese Karte vom Friedhof verbannen und eine Fusionsbeschwörung durchführen mit Monster, indem du Monster von deiner Hand oder Feld als Fusionsmaterial benutzt. Heißt also, sie ist auch die Fusionskarte, nicht nur, dass sie die Suchkarte ist, sondern auch die Fusionskarte. Sehr nice und sehr cool. Und die Karte ist auf jeden Fall sehr gut. Leider nicht gezogen, aber wir haben Hungrige Burger Collectors Rare gezogen und wir haben Bezwingerseelen gezogen. Auch hier leider nicht das Bossmonster, das haben wir hier aber wenigstens gezogen. Aber ich würde sagen, unsere Ausbeute lässt sich dennoch sehen. Ja Leute, was haltet ihr von den ganzen? Also mir gefällen die Archetypes wirklich und einzelne Karten sind auch wirklich stark. Also sie werden auf jeden Fall Play sehen, wie zum Beispiel eben die neue Dino-Karte. Wirklich, wirklich gut. Und Bezwingerseelen darf man nicht unterschätzen. Ist wirklich ein Randdeck, was nicht zu unterschätzen ist. Ja Leute, aber wie
wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was hier eure Lieblingskarte ist. Und ihr wisst ja wahrscheinlich schon, was die ein oder andere Collectors Rare ist. Wir haben auf jeden Fall eine weiter gezogen, und zwar den Hungrigen Burger. Aber mal sehen, was eben die anderen sind. Ich freue mich auf jeden Fall. Fan Controller hoffe ich, ist auf jeden Fall eine. Ich denke schon, aber wir werden es eben sehen. So Leute, jetzt wünsche ich euch aber noch einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.